Hallo, hier ist Rita Deutschmann von Teltarif und wir sind jetzt gerade am Samsung-Stand, wo Samsung gerade vor wenigen Minuten die beiden neuen Galaxy S7 Modelle vorgestellt haben. Ich halte hier das Galaxy S7 mit dem normalen Display in der Hand und das ist das neue Galaxy S7 Edge mit dem 5,5 Zoll Display, also etwas größer wie die vorherige Version. Ja, und jetzt gucken wir uns beide erstmal so ein bisschen an. Man sieht ja auf den ersten Blick, dass sich vom Design her nicht so viel verändert hat. Beim Galaxy S7 Edge fällt vor allem auf, dass der Rahmen etwas dünner geworden ist. Wir nehmen daneben nochmal das ältere S6 Modell. Man merkt also, man hat deutlich weniger Rahmen an den Seiten. Das Display ist größer, ansonsten ist die Frontansicht relativ gleich geblieben. Das Ganze mal von den Seiten her angeschaut. Und auf der Rückseite macht sich ein neuer, prägnanter Unterschied bemerkbar, und zwar die Kamera. Während sie beim S6 Modell noch relativ dominant hervorsticht von der Rückseite, ist sie hier beim neuen S7 sehr viel flacher. Man sieht also, sie ragt nur noch ganz unwesentlich von der Rückseite hervor. Das ist also alles sehr schön geworden. Neu ist auch die F1.7 Blende. Bei dem alten Modell hat Samsung eine F1.9 Blende verbaut. Die F1.7 Blende soll noch mal lichtempfindlicher sein und im schummrigen Lichtverhältnis noch mal bessere Fotos machen. Das Ganze jetzt bei 12 Megapixel. Obwohl Samsung dazu sagt, das Ganze ist mit größeren Pixeln gemacht, also die Fotoqualität soll noch mal gesteigert worden sein. Werfen wir einen Blick auf das System. So sieht man wieder ganz klassische Anwendungen wie Samsung Pay. Facebook ist an Bord, die klassischen Microsoft-Anwendungen. Also da hat sich nicht so viel verändert im Vergleich zum Vorgänger. Die Übersicht, der Fingerabdrucksensor wieder im Home-Button. Auch das Ganze zu sehen beim Galaxy S7 mit dem regulären Display. Das hat die gleiche Größe wie das Vorjahrsmodell. Beide 5,1 Zoll in der Diagonale. Auch hier hat sich das Design nur ganz unwesentlich verändert. Hier oben sieht man es beispielsweise an der Frontkamera, die bei dem neuen S7er Modell etwas größer erscheint, obwohl beide mit 5 Megapixeln Fotos machen. Der Unterschied ist vor allem an den Seiten deutlich. Hier hat man so in etwa die geschwungene Form, wie man sie eigentlich von dem Edge-Modell kennt. Das Ganze war hier noch etwas kerniger. Der SIM-Karten-Slot, der ist beim neuen Modell nach oben gewandert. Beherbergt jetzt auch wieder einen SD-Karten-Slot, den man beim S6-Modell ja ganz schmerzlich vermisst hat. Auch hier die Kamera wieder flacher. Das Ganze alles ein bisschen geschwungener in der Form. Insgesamt erinnert das S7 ein bisschen mehr an das S7 Edge-Modell, also geschwungene Form, gerade Linien an den Seiten. Das Ganze hier mit wenig Platz zu dem Rahmen hin. Das Display wird also relativ gut ausgeschöpft. Machen wir das Ganze nochmal kurz an. Auch hier ganz klassisch die Ansicht vom Android 6.0 jetzt mit der neuen TouchWiz-Version. Alles sehr sauber, aufgeräumt. Ja, und das sind also die neuen Modelle, Galaxy S7 und Galaxy S7 Edge.